Die Stimme sagte mir, dass das einst alles Teil ihres Reiches war. Ja, eine Festung, so die Menschheit vor einer schrecklichen Gefahr schützte. Festung? Sieht mehr wie eine Maschine aus. Ist das nicht passend? Ja. Das blaue Licht weilt oft in Maschinen. Das ist eine Stromspeicheranlage. Dann ist hier hoffentlich auch welches. Bisher scheint ja nicht sonderlich viel zu sein. Oh stimmt, Gesundheitskram brauche ich ja eine Menge. Ach du Scheiße. Doch, da lag gerade noch ein kleiner Hinweis auf irgendetwas. Gucken wir uns gleich an. Einfach rüber. Ja, ja, warte. Rückkehr zu Firebreak, aha. 21. November 2064. 3 Jahre ist es her, dass ich zuletzt hier war. Und 12, seit ich hier Chef war. Nur eine Notbesetzung hier, die nicht weiß, was ich hier will. Ich auch nicht. Anita will, dass ich den Betrieb eine Weile unterbreche. Vielleicht für sehr lange. Was? Warum? Und ich weiß nicht, wieso. Aber ihrem Tonfall nach war der Grund. Entsetzlich. Könnte ich ihr nur in die Augen sehen und sie fragen, was sie so in Panik versetzt hat. Aber das ist ja nichts Neues. Wann wünsche ich mir das schon nicht? Aloy? Hast du versucht, etwas zu hören? Ich hab was gehört. Erinnerungen. Nachrichten von den Alten. Du kannst sie hören. Yep. Ich beneide dich. Was sagen sie? Ich bin nicht sicher, Uriah. Stimmt allerdings. Uiuiui. Schon viel Stuff. Ah nein! Oh, ich dachte, ich war bei dem Trank. Scheiße. Naja. Hab genug Stärkungstränke. Okay, da geht's nicht weiter. Ich muss da hoch. Okay. Kann ich vielleicht hier rüberkraxeln? Ja. Okay. Ah. Also aus irgendeinem Grund sollte Projekt Firebreak gestoppt werden. Was war Projekt Firebreak überhaupt? Was zur Hölle? Rückkehr des emeritierten Direktors. Was heißt denn emeritiert? Okay. Also das war jetzt einfach nur der Bericht davon, dass eben Kenny Schlag mich tot hierher zurückgekehrt ist, nachdem er schon lange nicht mehr der Direktor von diesem Projekt war. Okay. Oh wow. Das wird interessant. Oh! Oh. Hi. Kann ich den mit dem Schlag von oben hier kalt machen? Nee, kann ich nicht, ne? Schade. Doch! Perfekt. Sehr gut. Okay. Oh mein Gott. Das ist ein Eisbrüllrücken. Das ist uncool. Das ist ein Wächter, das ist auch uncool. Der kann nämlich Alarm schlagen, wenn ich den nicht sofort one-shotte. Wie ich kenne, werde ich das verpacken. Oder haut ab. Okay, warte, dann kann ich probieren, ihn einfach auszunocken. Mit dem Schlag von hinten. Nevermind. Okay, warte, wenn er hier vorbeikommt, dann gebe ich ihm einen stillen Schlag. Die haben mich nicht bemerkt. Wunderbar. Gut. Dann würde ich als nächstes ganz gerne den Wächter und den Dicken da ausschalten. Also den... Ne? Scheiße. Ich hab zu lange gebraucht fürs Zielen. Das war nicht gut. Na komm. Ja, warte, ich brauch den gar nicht ins Auge schießen, oder? Na, den normalen wäre ich dann nicht, aber dämonischen bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Deswegen lieber ins Auge. Nicht, dass es nachher ins Auge geht. LOL? Wie habe ich den verfehlt? Goddammit, Alter. Okay, der kommt hoch. Fuck.
Okay. Wundervoll. Also eigentlich nicht, weil ich habe vorher richtig scheiße geschossen, aber... Hey. So, und dem geben wir 3 Pfeile rein. Und schießen dem auf seinen Punkt da oben. Das sollte reichen, um ihn auszunocken, rein theoretisch. Ich möchte jetzt nicht runterfallen. Oh. Oh! Okay. Ich würde ganz gerne erst den Plünderer loswerden, weil für den habe ich jetzt gerade 3 Pfeile geladen. Perfekt. Okay. So. Dann läuft hier noch irgendwo ein Wächter durch die Gegend. Der hat jetzt gerade gesehen. Ja, ja, bin dabei. Aber ich befürchte, der Wächter macht jetzt Alarm. Alter, ist das dein Ernst? Geh weg! Weglaufen. Okay, der hat immer noch nicht gesehen, wo ich bin. Das ist das Gute, der hat immer noch nicht gesehen, wo ich bin. Okay, die hat er gesehen. Ja. Machen wir den erstmal eine Runde ab, würde ich sagen. Und danach nehmen wir den da unten auseinander. Und der Anschluss auf den Körper wird nicht ausgereicht. Wunderbar. Wow, der hat mich getroffen hier oben. Okay, krass. Egal, wenn ich dem jetzt 3 Scharfschützenpfeile gebe, ist der tot. Und tschüss. Sehr gut. Gut gemacht. Gut gemacht. Schön Stück für Stück auseinandergenockt. Zwar ein paar Mal richtig scheiße gezielt, aber... Kann man machen, Leute. Kann man machen. Kann man sich dadurch nicht beschweren. Beschweren kann ich mich da eher weniger. So, ich würde sonst ganz gerne ein bisschen Heilung noch mitnehmen, aber hier scheint es nicht so viel zu geben. Schwierig. Da ist ein bisschen. Okay, mal hin, das ist wieder so ein 60%-Ding. Dieser Kuss. Es muss irgendwann im Frühling 2047 gewesen sein, etwa 6 Monate nachdem die Hauptanlage eröffnet wurde. Wir lagen im Zeitplan zurück und neue Daten deuteten an, dass ein Vorfall unmittelbar bevorstand, vielleicht in nur wenigen Wochen. Ich war erschöpft, hatte abgenommen und sprach kaum, außer um Anweisungen zu geben. Ich war Anita im Stromspeicherdepot begegnet. Sie sah mich an und zog die Stirn in Falten. Dann zog sie mich in diesen Raum und küsste mich. Ein langer Kuss, denkbar gut. Ich spüre immer noch ihre Hand in meinem Nacken. Danach sah sie mich an und lächelte und ging ohne ein Wort zu sagen wieder an die Arbeit. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Ihre Berührung, ihre wortlose Großzügigkeit. Nachdem sie das Projekt verlassen hatte, machte ich mir jahrelang Vorwürfe, sie nicht behalten zu haben. Jedes Mal, wenn ich ihr auf einer Konferenz begegnete, fühlte ich mich erregt und verwirrt zur gleichen Zeit. Ich hoffte immer, wir könnten zusammen was trinken gehen und, naja, es wieder aufleben lassen. Erst nachdem ich sie 58 in einer Holo auf der Bühne gesehen hatte, als sie strahlend und unglücklich in Austin den Mind Challenge Award entgegennahm, mit niemand geringerem als Elizabeth Sobeck als Moderatorin, dämmerte es mir, dass ich absolut nichts falsch gemacht hatte. Ich konnte endlich sehen, dass sie hatte, was sie wollte. Und das war einfach nicht ich. Elizabeth Sobeck, Alter. Sieh mal einer an. Was? Das hilft bestimmt weiter. Wenn die damals gewusst hätte, wer ihr diesen Award damals überreicht hat, ne? Also ich meine, die war damals schon berühmt, klar. Aber, ne? Später die alleinige Rettung der Menschheit. Fast. Not even bad. So, wo geht's weiter? Da oben. Hier gab's bisher keinen Speicherpunkt drin, das stört mich ein bisschen. Aber okay. Ja, ja, wir verharren ja nicht. Alles gut. Alles gut. So. Ich hoffe, ich übersehe keine dieser Pilze, weil ich brauche davon auf jeden Fall noch einige. War das eine Maschine? Nein. Also schon eine Maschine, aber halt keine, die mich angreift. Oh. Oh, hi. Bei unserem letzten Besuch kämpften wir uns hier durch. Aber Maschinen überrannten uns. Wir gaben nach. Verloren Bestände. Und erlitten Verluste. Oh ja, offensichtlich.
Nun müssen wir sie. Mit zwei Kriegern und einer schutzlosen Schamanin. Aloy ist kein gewöhnlicher Krieger. Das stimmt. Und ich komme gut zurecht. Außerdem könnten wir diesen Weg nehmen. Da oben sind Maschinen, aber auch Deckung. Wir bleiben unentdeckt. Für eine Weile. Okay. Na schön. Ich hab verstanden. Jetzt folgt mir einfach. Also sollen wir uns nicht durch den großen Kampf durchwurschteln, ne? Die Sache ist halt, Versänger, Behemoth, nochmal Versänger, das ist schon übel. Wir könnten die natürlich besiegen, auf jeden Fall. Ein paar Bomben raus und let's go, der Hase. Aber der Weg hier oben ist auf jeden Fall klüger, denke ich. Von daher, lass uns den nehmen. Ich hoffe, das wird jetzt nicht so eine Sache, wen magst du lieber, Urea oder Aratak, ne, je nachdem, wessen Weg ich genommen habe. Aber der Weg ist einfach klüger. Das muss man ganz klar so festhalten. Der ist einfach klüger. Weil da oben läuft nur ein Plünderer rum, so wie ich das gesehen habe. Und den kann ich mit einem Bogenschuss one-shotten, ohne Probleme. Ich ging dort lang, vor Jahren, als ich vor den Maschinen Deckung suchte. Dort stehen jetzt sicherlich Wachen, aber vielleicht bleiben wir unbemerkt. Ja, ja, den einen Plünderer, den kann ich ohne Probleme wegnotzen. Noch höher? Oder wie sieht's aus? Nicht, dass ich dem jetzt gleich in die Arme laufe. Ah, da hinten ist ein Wächter. Das ist ein Pirscher und kein Plünderer. Hi! Dem, okay, da ist der Plünderer. Weißt du was? Auch dem gebe ich einfach mal einen Dreierschuss und hoffe, dass das funktioniert. Ah, damit. Jo, not bad. Hab ich nicht gesehen. Sehr schön. Hab mich immer noch nicht gesehen. Ich hoffe, die anderen haben es nicht mitbekommen jetzt. Das war gut. Das war ziemlich gut. Da kann man nichts gegen sagen. Oh, 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 da waren Fragezeichen. Oh nein, die haben es doch mitbekommen. Was ist ein Plünderer? Der ist kein Problem. Oh nein, haben die Aratak gesehen. Oh, die haben Aratak gesehen, du dämlicher Idiot. Ja, cool. Richtig nice. Mann, Aratak, das hätte jetzt echt nicht sein müssen, dass du wieder da irgendwo kreuz und quer im Gemüse rumläufst, ganz ehrlich. Das hätte echt nicht sein müssen. Oh mein Gott, das war ein Pisser. Das wolltest du gar nicht machen, Kollege. Bin ich mir sehr sicher, dass du das nicht wolltest. Heil dich. Fuck. Heilen. Okay. Theoretisch müssten mich die unten eigentlich auch mitbekommen haben mittlerweile bei dem lauten Kampf. Ja, das war nicht geplant. Das war definitiv nicht geplant. Ich frage mich, ob die wirklich mich gesehen haben am Anfang oder ob die erstmal nur Aratak wahrgenommen haben. Wenn sie durch die Bäume hindurch.
durchscheint. Tarnunggewebe, habe ich da schon sowas? Nein. Tatsächlich nur eins, 11 Tarnung. Okay, warte mal, dann würde ich vorschlagen, nehmen wir das sogar mal mit. Not bad. Ja, das war nicht gut. Also, ich weiß nicht, wen die zuerst gesehen haben, aber auf jeden Fall haben sie mit Aratak dann rumgekämpft und das war halt nicht gut. Dadurch sind alle anderen auch noch aufmerksam geworden. Und jetzt ist halt die Frage, ob mich die da unten jetzt auch gleich angreifen werden oder ob die mich ignorieren. Weil ich weit genug weg bin. Vielleicht fließt Kühlsaft durch diese Rohre. Kann ja sein. Okay, wir sind immer noch nicht in der Brutstätte selber, ne? Wir sind immer noch nur vor dem Eingang der Brutstätte, glaube ich, ne? Ja. Gut, die Gegner da unten scheinen mich erstmal tatsächlich zu ignorieren. Das finde ich gut. Ach, 14%, Alter. Nichts mit 14%. Da kann ich doch nicht mit anfangen. Vorfallbericht. Sachschaden und Personenschaden. Geowissenschaftler. What the fuck? I don't know. Lese ich mir jetzt nicht alles durch. Ich dachte, kein Platz mehr. Macht mir nichts aus, aber dieser Frost. Ja. Wem macht Kälte schon nichts aus, ne? Ich gehe ganz kurz mal hier. Ja, ja, es sind Pirscher da, aber die sind ja schon tot, von daher ist es egal. Das war eine Miete. Macht euch bereit. Nein, der Pirscher ist schon lange tot, da wollte ich mich nicht bereit machen, alles gut. Bleiben wir hier nicht länger als nötig. Nee, mach ich auch nicht. Da hinten ist noch eine Mine. Wo lebt der Pirscher vielleicht doch noch? Oh, ja. Nee, ist nicht, das ist kein Pirscher, das ist ein Langbein. Ein dämonisches Langbein. Dem drinnen wir jetzt einfach mal richtig schön was auf die Brust, würde ich sagen. Komm mal her, Kollege. Oh, der hat's auch schön hingelegt, Alter. Richtig schön gemault. Und direkt nochmal frontal rein. Du bist am Ende. Genau so. Und jetzt noch einmal da hinten drauf und dann war's das auch schon. Voll kaputt, voll. Schicht im Schacht. Gute Nacht. Wo ist dieser blöde Pirscher, Alter? Ist das der von vorhin? Ja, schon, oder? Ansonsten hätte er mich längst angreifen müssen. Ja, der Pirscher ist nicht mehr hier. Das ist der von vorhin. Auf jeden Fall. Okay, das ist gut. Was haben wir hier? Ach ja. Da vorne ist ein Eingang zum Tor. Dann gehen wir weiter. So, kurze Leck gerade wieder, Leute. Sorry. Wir sind fast durch. Kein Grund mehr zum Schleichen. Sollte aber jetzt eigentlich wieder funktionieren. Kein Grund mehr zum Schleichen. Gut, wundervoll. Übertriebene Geheimhaltung. Ich kann das Kühlsystem nicht wirklich abschalten. Aber ich kann den Stromverbrauch drosseln, bis es vollständig von der Caldera verdeckt wird. Aber wovor verdeckt? Firebreak aus Sicherheitsgründen schon immer geheim. Aber das wäre übertrieben. Selbst für den verstorbenen Mr. Blevins. Ach, der ist tot mittlerweile, okay. Was könnte Anita aus der Ruhe gebracht haben? Ich habe immer noch keine Peilung, was Firebreak war. Weiß nicht, ob ich da irgendwas noch nicht richtig zusammengesetzt habe oder ob das noch nicht erklärt wurde. Kein Platz mehr. Kein Platz mehr. Naja. Wir sind immer noch nicht in der Brutstätte, oder? Nee, aber bei Firebreak sind wir.
Warum war da ein Stromspeicher bei Projekt Firebreak? Das würde mich echt mal interessieren. Und wieder jede Menge Gesundheitstränke, das macht bestimmt ein bisschen Angst. Projektor? Um Hologramme ohne Fokus zu sehen. Mal sehen, ob ich ihn einschalten kann. Aratak, Orea, falls ihr irgendwelche Lichtgestalten seht, nicht erschrecken. Es braucht mehr als Licht, um mich zu erschrecken. Da drüben ist die Brutstätte. Und Alter, Lava und alles mögliche. Wie geil sieht das denn bitte aus? Das ist eine Ziege. Das ist einfach eine Ziege. Hä? Was? Holo-Wiederbelebung. Okay, ich gebe es zu. Ich habe die Holo von der Tischrede glatt 6-mal geschaut und jedes Detail genossen. Anitas Lächeln. Die Art, wie sie über ihre eigenen Witze gelacht hat. Meine ungeschickte Überleitung an Sia. Jedes Mal habe ich für eine Sekunde gedacht, ich wäre wieder dort. Mit ihr, unter Freunden, unseren Erfolg genießend. Es wurde natürlich jedes Mal weniger. Beim 6. Mal habe ich Anita einfach nur angestarrt und kam mir ziemlich gruselig vor. Aber das wird man mir nachsehen, oder? Das war der schönste Abend meines Lebens. Abgesehen davon habe ich das Recht, etwas wehmütig zu sein. Wir haben die Welt vor Feuer und Tod gerettet. Oder zumindest davor, in der Asche zu ersticken. Das ist doch was, oder? Ach so, vielleicht hat das mit diesem Vulkan zu tun, den wir da hinten noch die ganze Zeit sehen. Dass der damals schon mal kurz vor dem Ausbruch war. Und jetzt im Projekt Firebreak das Ganze verhindert werden sollte. Das könnte sein. Vielen Dank, dass ihr alle heute hier seid. Ich schätze, es ist nicht alltäglich, in einem aktiven Vulkan Cocktails zu trinken, oder? Ach, das ist diese Aufnahme. Und ich kann es ihm wirklich nicht verübeln, dass er trinkt auf der Arbeit. Nichts von dem hätte funktioniert ohne unseren hochgeschätzten Direktor, Kenny Chow. Also, auf dich, Kenny. Nur dank dir schläft die Yellowstone Caldera. Du verdienst deine Margarita. Moment noch bitte, Leute. Ich will etwas hinzufügen. Denn das alles wäre nicht möglich gewesen ohne unseren Lead-Programmer. Danke, Anita. Dafür, dass du uns unser Genie geliefert hast. Cyan. Ich stimme zu, Direktor Chow. Aha, die okay, KI heißt Cyan. Was ist die neueste Zahl? Der aktuelle Stand ist 1654. Wow, darauf trinken wir zusammen. Auf 1654 weitere Jahre ohne eine Eruption. Ah ja, siehst du? Tatsächlich. Das war die Stimme. Tatsächlich. Ich konnte aber nicht alles verstehen. Du hattest recht, Orea. Dieser Ort sollte Schreckliches aufhalten. Und die Stimme. Ich glaube, langsam weiß ich, was sie sein könnte. Die Tür ist jetzt offen. Ja, ich weiß es. Wir können durch. Da ist die Brutstätte, ja. Das hier war also wirklich, oder es ist wirklich dieser Vulkan, der stand damals kurz vor dem Ausbruch. Und dieses Projekt, diese KI hat dafür gesorgt, das zu verhindern. 1654 Jahre ohne einen weiteren Ausbruch konnte diese KI erschaffen. Oder konnte diese KI bieten oder dafür sorgen oder die Sicherheit gewährleisten, wie auch immer. Die Frage ist natürlich, was ist dann dieser Dämon? Wo kommt der her? Weil die werden sicherlich keinen... Ne, keine zerstörerische KI absichtlich einprogrammiert haben. Das würde keinen Sinn ergeben. Für Projekt Zero Dawn hat das Sinn ergeben, aber für das hier wird es keinen Sinn ergeben. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen Fall gibt, bei dem man die KI hier irgendwie aufhalten müsste. Das sind mehr als der Wehrrad damals besiegt. Die Geothermalanlage können wir abschalten, das Kühlsystem verbergen. Achso, aber warte mal, stimmt ja. Kenny Chow kam ja nochmal wieder hierher. Um das Ganze zu deaktivieren. Warum? Es ist doch nicht mal ein Mensch. Stimmt's? Ja, genau. Der kam auf Anitas Wille nochmal hierher, auf Anitas Geheiß, um das Ganze zu deaktivieren. Warum? Vielleicht war das zur Zeit von Projekt Zero Dawn, als die Maschinen
Amok gelaufen sind und die wollten das hier quasi, die wollten diesen Ausbruch erzwingen, um quasi das als eine Methode zu nutzen, die Maschinen aufzuhalten. Oder jedenfalls zu verlangsamen und sich Zeit zu erkaufen. Das könnte sein. Oh mein Gott, krass. Wo rutsche ich eigentlich gerade hin? Oh mein Gott. Mitten in die Hölle. Straight into hell, Alter. Huiuiui. Das klingt ziemlich logisch. Ei. Magst du dich umdrehen, Kollege? Magst du nicht. Aratak macht keinen Scheiß. Sauber. Ihr greift die jetzt nicht offen an. Wir machen das stealth-mäßig. Scheiße, hab ich gesehen. Okay. Komm, dreh dich um. Dreh dich um. Du Arsch. Dreh dich nicht um. Komm schon. Planänderung. Hohe Gewalt. Als ob ihn drei Pfeile nicht one-shotten. Okay, macht nichts. Der war Mist, den habe ich übersehen. Und der hat sich nicht passend gedreht. Das war kacke. So, da rechts war gerade noch irgendwo einer. Der ist jetzt woanders hingelatscht. Ah, da vorne. Das ist ein Plünderer. Okay, den können wir one-shotten. Und dem auf die Spitze oben drauf geben. Ja. Nein? Oh mein Gott. Hä? Als ob ich den Rand so getroffen habe? Oh mein Gott. Oh mein Gott, der steht richtig scheiße gerade. Fuck. Komm, steh auf. Komm hoch. Komm ran. Ey, das kann nicht dein Ernst sein. Ich habe den zweimal so scheiße getroffen, dass ihm das 20... Ach, das kann einfach nicht. Das ist so lächerlich. Egal, hat ja funktioniert. Warum one-shottet die das nicht? Den hat's gewonshottet. Ich glaube, ich habe den einen Pfeil verfehlt wahrscheinlich. Der eine Pfeil ging daneben. Das war Mist. Der eine Pfeil ging daneben, ziemlich sicher. Okay, es sind nur die Versänger übrig. Das ist der Versänger. Das ist in Ordnung. Dem geben wir jetzt ein bisschen Action und dann ist gut. Aua. Oh, warte mal. Versänger, stimmt ja. So, der hat was verloren, der Kollege. Das würde ich mir ganz gerne mal ausleihen. Oh, Alter! Wie er mich weggetackelt hat. Was ein Hurensohn. Ach, Jungs, haltet ihr halt mal auf, verdammte Scheiße. Ernsthaft? Gebt ihm halt mal ein bisschen Stress. Was ist denn das mit euch hier? Oh, Leute, macht halt mal was. Seriously. Ey, WTF, wieso trifft ihr das eigentlich nicht? Warum explodieren die Minen nicht? Bisher sind die Minen jedes Mal sofort explodiert, wenn man ihn getroffen hat. Diesmal nicht? Warum nichts? Warum sind die Minen nicht explodiert? Ich habe ihn genau getroffen. Bisher sind die immer explodiert, wenn man die Gegner direkt trifft. Wie weird schon wieder, Alter. Das hat mich einiges an Leben gekostet. Die hätten eigentlich explodieren müssen, bin ich der Meinung. Dann halt nicht, ey. Okay. Oh. Naja, das ist der Plünderer, den ich auseinandergenutzt habe. Und jetzt kommt ja erst die Brutstätte, ne? Wir sind ja nur auf dem Weg gewesen zur Brutstätte. Wir haben die ja noch nicht geschafft. Krass, Mann. Ah, ein bisschen Heilung, das ist gut. Etwas Vorrat. Okay, na dann. Let's go. Mehr
Donnerkiefer! Bereit machen! Ich hab Donnerkiefer gelesen. We got a problem, boys. We got a problem. Oh mein Gott. Da habe ich ein bisschen lange gebraucht, um zu zielen. Das, ja. Ich habe halt auch erst die falsche Waffe ausgewählt. Der geht auf meine Kappe. Der ging Vollgas auf meine Kappe. Okay. Jetzt wissen wir, was kommt. Deswegen Zersprengerpfeil einlegen. Überbrücken das Ding. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt, dass da jetzt ein Donnerkiefer angelatscht kommt, Alter. Oh mein Gott, ey. Es geht los. Mehr Maschinen. Bereit machen. Ernsthaft? Okay, du wirst ja schon eine Waffe verloren haben eigentlich. Ich guck mal nach. Nein. Okay, cool. Oh, dein Ernst? Auf so rumzufackeln. Ich bin gerade zu dumm, ihn zu treffen. Jetzt. Aber der ist zu nah. Der ist viel zu nah. Okay, er nimmt die anderen. Sehr gut, sehr gut. Ausnahmsweise Punkt. Okay. Das wollte ich gerade schon. What the fuck? Warum hast du ihn wieder fallen lassen? Hä? Ich kann das Ding nicht aufnehmen. Das backt gerade rum. Jetzt. Okay. Sehr gut. Dann gib ihm. Gib ihm kräftig aufs Maul. Keine Munition. Scheiße. Das ging viel zu schnell. Okay, wo ist die zweite Waffe? Ist die vielleicht auch in den Boden versunken? Vielleicht haben wir eigentlich schon einen abgeschossen, dachte ich. Oder kann man die nicht benutzen, die er auf dem Kopf rumträgt? Oh Leute, macht die nicht kaputt, bitte. Die schießen da drauf. Macht die nicht kaputt. Schießt sie ihm ab, aber macht sie nicht kaputt. Oh mein. Volles Team. Oh Mann. Er schreit über ihn Leben und ziehen, Alter. Was zum. Hä? Schieß ihm das Ding ab, Alter. Ich weiß, ich bin nicht produktiv, was Schaden angeht, aber das möchte ich auch eigentlich gar nicht. Ich wollte ihm die Waffe klauen und hier ein bisschen Stress machen. Mit seiner eigenen Waffe, aber irgendwie kann ich ihn nicht abschießen. Ja, was? Hatte ich echt schon wieder so wenig Leben? Ey, wie viel Schaden machen diese dämonischen Maschinen denn bitte? What the fuck? Aber das war halt auch weird, dass die Waffe immer so komisch im Boden verschwunden ist. Ich konnte sie nicht direkt angreifen damit. Mann! Was für Scheiße! Wie soll es hier so am Rumbacken war? Geht los! Mehr Maschinen! Bereit machen! Hä? Ich wollte drei Pfeile schießen, okay. Dann schieß halt nur ein. Ist in Ordnung. So, okay. Die eine Waffe haben wir ab. Diesmal liegt die auch nicht im Boden drin, das heißt, diesmal kann ich sie auch nutzen, das ist schön. Erstmal ein bisschen heilen, ein bisschen Waffe nehmen. Der wollte mich ganz schön wegflugen gerade. Oh, der kommt nur zurück, den habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Nein, du kommst nicht her, du kommst nicht her, du kommst nicht her. Du Stück Scheiße, kommst nicht her. Ah, das ist super, wenn ich Munition bin im Ding. Okay, so, ich pack drei Pfeile rein. Und dann gehen wir wieder ein bisschen auf Abstand. Es ist nicht gut, so nah an dem Dorn zu sein. Okay, so. Da drauf, Rebel. Habe ich ihn überhaupt abgeschossen? Nee, das war nur ein Teil davon. Ich kann aus irgendeinem Grund die zweite Waffe immer nicht abschießen. Das war knapp. Okay.
gibt irgendwas, aber das ist eine. Ja, ist einfach nur ein Teil. Oh mein Gott! Oh, der hat mir gegeben. Okay, komm, scheiß drauf. Leute. Wir hören auf, mit seinen Waffen rumzuspielen. Wir spielen mit unseren Waffen. Wir spielen mit unseren eigenen Waffen. Da hast du. Jetzt kannst du mich richtig fressen, Alter. So, gehen wir mal ein paar Klebe rum. Sind wir stärker. So, so will ich das sehen. Genau so will ich das sehen, Alter. Dauerfeuer für das scheiß Vieh. So. Zack, jawohl, schon ausgewichen. Das ist wohl gerne. Oh, ich sehe gerade, der hat da unten eine Schwachstelle. Vielleicht können wir die nutzen. Und da mal so ein, zwei Pfeile rein. Nageln. Jawohl, können wir. Ich halte nicht viel von dem. Das haben wir in den Donnerkiefer gebissen. LOL. Damit kann Daga den Eisdorf. Wir haben uns diese Aufgabe gespart, in der wir außerhalb des DLCs-Gebiet gehen mussten. Wir haben uns gerade die Aufgabe gespart, in der wir außerhalb des DLCs-Gebiet mussten, weil wir einen Donnerkiefer erledigt haben. Hä, wie gut. Leute, wie gut. Gut, dass ich diese Aufgabe noch nicht gemacht habe. Das Donnerkiefer-Gebiss, Alter. Ja, geil, Omar. Okay, let's go, rein da. Voll nice. Und dann zeig mal an. Uiuiuiui, der Dämon geht ganz schön ab da drinne. Ach du Scheiße. Ach. Es ist Jahre her, seit ich hier stand. Seitdem hat der Dämon die Kontrolle. Scheint so, ja. Wie eine Krankheit, die all die Maschinen befällt. Alles ist verändert. Verdorben. Der Pfad, der mich zur Stimme geführt hat, ist verschwunden. Müssen wir uns einen anderen suchen. Dann finden wir einen anderen, Oria. Versprochen. Also gut. Los geht's.